Ein paar Tage später in Hawaii. Manu und Conny sind wieder auf Coney Island. Und auf der Suche nach einem alten Freund. Mitten im Dschungel. Ernst! 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 Oh, ich weiß wie. Wir haben richtig gehört. Manu und Conny suchen einen Hahn. Und zwar einen ganz besonderen. Ziehhahn Ernst, Manus Liebling. So, Ernst hat irgendwann die Faxen dicke gehabt. Hat sich zwei von seinen Elsen genommen. Oder unseren. Ja. Und ist ab im Dschungel. Na, es sind seine Stiefkinder, ne? Ja. Ernst hat zwei von den Stiefkindern genommen. Und ist ausgezogen bei uns. Und wohnt jetzt irgendwo hier im Wald. Ja. Und jetzt lässt er sich's gut gehen. Ja. Da sind noch ganz ein Haufen andere Weiber hinterher. Naja. Unser Ernst ist Flügge geworden. Ist eben halt Natur, ne? Wir erinnern uns, Ernst war ein kleines Hähnchen, das von Manu liebevoll mit der Hand aufgezogen wurde. Unser Babyhuhn, das haben wir großgezogen. Das ist aus eins von unseren Eiern geschlüpft. Und nach 3 Tagen hat die Mama aber nach ihm gepickt und hat ihn verstoßen. Da haben wir ihn halt gleich rausgeholt. Und ja, seitdem bin ich jetzt halt die Mama. Am Anfang hieß Ernst noch Erna, weil er fälschlicherweise für ein Hühnchen gehalten wurde. Aber auch als Junghahn hatte er es nicht leicht in der Hühnergesellschaft. Conny, wenn die ihm was tun, hole ich ihn sofort wieder raus. Verzogener Bengel ist das. Nur mit der Mama. Was machst du denn da? Du wirfst da Futter rein? Ja, damit ich ihn rauskomme. Komm, komm. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Oh, 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 ja, mach sie platt. Ja, raus, raus. Zu eigenen Küken hat es leider auch nicht gereicht. Auch wenn er sich wirklich Mühe gegeben hat. Aber als alleinerziehender Adoptivvater hatte Ernst wirklich Qualitäten. Die wilde Hilde ist ausgezogen aus dem Hühnerstall und hat unseren kleinen Ernst verlassen mit den Kindern. Jetzt ist Ernst alleinerziehender Vater von 4 Kindern. Er kümmert sich auch sehr gut darum. Und genau diese Qualitäten werden jetzt wieder gebraucht. Denn es gibt wieder Waisenküken im Hühnervolk der Reimanns, die beschützt werden müssen. Oh, die warten schon. Aber wo einer geht, kommen 5 neue. Wir haben jetzt hier 5 neue Küken. 5 kleine Helgas. Ja, die sind natürlich jetzt schon ein bisschen älter. Und aber wir haben sie als Küken bekommen und die waren erstmal bei uns oben im Haus. Es waren so kleine Plüschkugeln und die waren bei uns oben im Haus. Und damit sie erstmal ein bisschen wachsen können, weil man kann ja so kleine Küken da jetzt nicht in so ein Außengehege reintun. So kleine Ragger. Naja, und dann haben wir sie dann tagsüber mal rausgesetzt. Die haben wir jeden Tag haben wir die rausgebracht auf die Wiese, tagsüber. Ja. Abends haben wir sie wieder reingeholt ins Haus. Wir haben sie am Anfang haben wir sie im Eimer immer getragen, weil 5 Küken kannst du ja auch nicht so zu zweit. Ne? Also wir haben sie eigentlich auch immer jeden Tag, haben wir sie immer genommen und haben sie geboppelt, also jeden einzelnen. Also, haben sie ein bisschen festgehalten, ja, damit sie sich an uns gewöhnen auch. Die heißen Helga. Und da sie alle 5 gleich aussehen, heißen sie Helga 1, 2, 3, 4. Nee, 1 ist Plebby. Helga Plebby. Ja, aber das wächst ja wieder nach. Und dann sieht es wieder aus wie alle Helgas. Praktisch ist immer, wenn wir sie alle rufen, dann rufen wir nur Helgas. Und dann kommen alle 5. Ich, jeden Tag greife ich mir 1 oder 2 und guck sie an. Die haben gar keine Angst. Kannst du so hochnehmen. Aber es ist ja auch gut, wenn man sie schon von früh an uns gewöhnt, dann sind sie zahm. Ja. Und weil Ernst nicht da ist, müssen Conny und Manu den Job jetzt selber machen. Jeden Abend müssen die Küken in den Stall getrieben werden. Ich habe mal gedacht, dass er mal zurückkommt oder so, mal hier, aber m-m. Naja, dann ist er aber versorgt, ne? wenn er nicht zu uns kommt zum Futter. Ich war jetzt hier beim Bambuswald, habe einen Bambus geschnitten. Und ich denke mir mal, da war Ernst mit der ganzen Horde Mädels, aber der hat nichts gemacht. Weiß ich nicht, ob er jetzt keinen Bock hatte oder mich nicht erkannt hat. Weiß ich nicht. So, geht mal wieder zurück. Komm, hopp, ins Bett. Zack, los. Ab. Hey, Mädel.
Mädels! Geh nach Hause, los! Mädels! Los, Mädels, ab, geh nach Hause! Schloss jetzt mit Lustig! Nee, falsche Richtung! Los. Eins, Helga los. Eins, Helga zwei, Helga drei, Helga vier. Oh. Hast du sie? Pass auf, dass sie also nicht rauskommt. Also Helga, eins ist drin. Los, geht ihr wohl nach Hause. Hopp. Los. Okay, hopp, geht nach Hause. Hopp, rein mit euch. Hopp. Los. Ja, und alle fünf. Alle fünf? Ja. Ernst, falls du das siehst, komm bitte zurück. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und hier geht's weiter zum nächsten Video von Willkommen bei den Reimanns. Oder kostenlos streamen auf Joyn.